Keine Ahnung. Steh doch dabei. Hoffentlich war es viel. Steht jetzt nicht mehr. Eigentlich liegt doch hier noch ein bisschen Gold, oder? Wenn ich sterbe. Woher soll ich das denn wissen? Ich sterbe so. Hast du bestimmt aufgesammelt. Ich sammle nie irgendwas auf. Toll, mir gehen schon die Tränke aus. Ah. Und die Lust. Warum? Weil das Spiel scheiße ist. Ach toll. Nein, das ist der letzte Dreck. Nein, das ist der zweite Dreck. Das ist mir egal, es ist Dreck. Ich verstehe nicht, wie die Leute das kaufen können und ernsthaft irgendwie den ganzen Tag spielen, hallo? Klar. Nein. Was ist das für geistig Behinderte? Muss die Waffe wieder wechseln, das ist doof. Ja, jetzt stehst du nämlich mitten im Gefecht und nimmst tatsächlich mal Schaden, ne? Geht ja gar nicht. Das ist so ist es entspannter, so ein bisschen, weißt du? Ja, wenn du nichts machen musst und... Ich habe keine Heiltränke mehr. Das mache ich nicht so viel Schaden. Ich vernichte mal den Vernichter da hinten. Er ist tot. Dann bleiben die Untoten auch tot, wenn sie tot sind. Ich bin vergiftet, sehr gut. Jetzt zeige ich es ihnen mit meinem Feuer. Yeah. Oh, mir geht das Lamana aus. Skill von dir? Ja, das habe ich mal geskillt, weil ich es lustig fand. Auf Stufe 1. Ist ja auch lustig. Richtig effizient, vor allem auf Stufe 1. Bitte. 96. Brauchst du den? 96 was? Rüstung. Eventuell. Liegt da oben im Gang. Das ist schwer, so ein Vernichter. Jetzt muss ich ein bisschen auf. In der Rüstung oder was? Ja, bin der Rüstung. Ich bin gleich schon wieder tot. Ah, toll. Da sind die Heiltränke schon wieder weg. 95 ist es übrigens, nicht 96. Keine Ahnung, das sieht alles so ähnlich aus. Ich kann sogar über die Mauer durchwerfen. Nicht genug Mana. Man stirbt nicht, wenn man vergiftet war, ne? Nein, man stirbt nicht. Gut. Oh. Fehlt mir ein Stärker übrigens. Das ist jetzt dein Problem. So, du hast ja dein eigenes Portal gemacht, nehme ich an, ne? Ich weiß nicht. Muss jetzt wieder auf dich warten. Also sieht da bei mir beschwer, der Spack, ne? Ich lege jetzt ins Bett, du spielst einfach schön weiter, ja. Leg den erstmal weg, vielleicht bräuchte ich den nochmal. Ich esse jetzt erstmal einen Krapfen.
Ich habe übrigens den Flüssigkrapfen erfunden. Was sind Krapfen eigentlich? Sind das so Hörnchen? Was? Was sind Krapfen eigentlich? Sind das so Hörnchen? Ein Hörnchen, die man so essen kann? Das ist Teig mit Zucker oben drauf und Marmelade drin. Kennst du auch Krapfen, hallo? Ist ja wohl Krapfen, Kind. Also, so. Okay. Also Berliner. Der heißt Krapfen. Dein Deutsch, wenn du hier leben willst. Scheiß Ausländer. Oder man kann auch dazu sagen. Oh! Du kannst Krapfen dazu sagen. Ende. Pfannkuchen. Was? Pfannkuchen. Pfannkuchen ist was völlig anderes, hallo? Das ist flach und so. Pfand mit D, Pfannkuchen. Pfannkuchen? Was? Was jetzt schon für eine Scheiße? Was hast du schon wieder für Drogen genommen? Alter, ich war vorher mein Mana. Das heißt halt überall anders. Das heißt so, wie ich das sag. Bei euch in Bayern vielleicht. Oh, wenn ich sage, das heißt Krapfen, dann heißt das Krapfen. Ist das klar? Gesichtskrapfen, du. Sind wir noch nicht tot? Was ist ein Krapfen, Alter? Ich glaube, ich spinne. So, dann ist das mal ordentliches Deutsch, bevor du hier weiter wohnst, ne? Ossis kommen hier rüber, ne, in den freien Westen, ne? Könnte ich mal so sprechen. Der Unterschied zwischen Deutsch und Bayerisch, ne? Weißt du schon? Das ist fränkischer Spack. Ja, fränkisch. Auch Bayern. Nein. Also das darfst du nicht den Falschen sagen in Franken. Die hauen dir dafür an in die Schnauze. Liegt aber in Bayern. Ja, toll. Der Osten liegt so auch in Deutschland, das sind Ossis keine Deutschen. Wow, was ein Vergleich. Deswegen hat man da früher auch eine Mauer rumgebaut. Westen, ne? Was? Der Süden liegt auch im Süden, ne? Ich sagte, der Osten liegt auch in Deutschland. Ja, gut, der Süden liegt auch in Deutschland dann. Ja, aber da sind halt vernünftige Menschen im Gegensatz zum Osten. Deswegen war da früher auch eine Mauer, die irgendein Idiot dann weggerissen hat. War bestimmt auch ein Ossi. Ich hänge hier irgendwie fest. Treff die nicht. Habe ich Disconnect? Nein, hast du nicht. Wo willst du das wissen? Vielleicht bin ich ja gerade offline, ne? Ich höre dich nicht, ich habe Kopfhörer auf. Was? Ein Helm. Ja, nein, danke. Deiner. Nee, das kannst du ja. Das ist schön meine. Ich töte die ganze Zeit diese Elektroviecher und... Ja, und ich sammle die Gegenstände auf. Ja, klar. Da ein bis zwei hinter Schwert, das gehört dir. Cool. Vielleicht droppt ein Gegner einen Trabi, dann kannst du den mitnehmen. Nach 18 Jahren kriegst du endlich einen. Und das ist der Schatz, den man dann kriegt, okay. Es lohnt sich immer so sehr. Wollen wir die anderen auch noch durchgucken? Irgendwie ist das sinnlos, oder? Wieso? Die alle so sind. Ja, natürlich sind die alle so. Was erwartest du jetzt? Abwechslung? Ein Endboss oder so. Also. Ja, der ist im richtigen Grab. Hier gibt es so die veteranen Boss, Elite, Elite, Gegner, Champion. Zwischenboss. Lass uns den noch zu Ende machen und dann machen wir den richtigen. Ist der nicht schon zu Ende? Ne, da unten ist so eine Tür. Ne, da unten noch irgendwie. Da links. Ich habe eine Kiste aufgemacht. Ich bin's. Ja, leck mich am Arsch, die Ausbeute. Da hinten geht's auch noch runter. Hä?
Das ist gelogen. Das ist doch eine Lüge. Ich habe einen Heiltrank getrunken und deswegen geht's mir jetzt noch gut. So, keine tollen Bolzen mitnehmen. Auf den Bolzplatz. Lustig. Hier wird irgendwie Gift verschossen, kann das sein? Sind in diesen Wänden Fallen eingearbeitet. Sind in diesen Fallen Wände eingearbeitet. Ganz schön nervig, die Typen. Kann ich die durch die. Ich hau die. Hab ich die gerade durch die Wand getötet, den Gegner? Das sah so aus. Sah gerade so aus, ja. Ich kann mit meinen Klauen durch Wände schlagen. Ich bin Wolverine. Ja, was? Oh, meine Heiltränke sind gerade ausgegangen. Das war's jetzt hier. Wir könnten da oben noch lang gehen. Hä? Hey. Hä? Da haben wir doch schon. Was? Wo? Oh. Folgt mir einfach. Das ist nicht so einfach. Mach du mal. Ich werfe aus nächster Nähe Sachen in den Kampf. Da ist mein Mana schon wieder alle. Gute Clown. Was? Ich dachte, man kann an Gift nicht sterben. Ja. Durch eine Giftwolke vielleicht schon. Mach mal einen Teleporter auf. Und da sind wieder 17.000. Normalerweise, wenn du vergiftet bist, kann man nicht sterben. Und da sind wieder 17.000 weg. So, dann müssen wir da unten noch lang gehen, dann haben wir alles. Und nein, ich bekomme kein Geld zurück. Super. Da lag auch kein Geld rum oder so. Also. Ja, weil du schon wieder mitgenommen hast. Toll, Alter. Dieses Dreckspiel. Verpisst euch. Oh, ich bin fast tot. Stirb ruhig. Nein. Kann mit Gift nicht sterben, ja, doch kann man. Ich muss mal weg. Sonst sterbe ich. Ja, weil ich kein Leben mehr habe. So wartest du jetzt. Dass du hier bleibst. Spinnst du? Ich habe keine Heiltränke. Ich bin geschützt. Nö, ich hasse dich. Ich hoffe, du stirbst. Du liebst mich. Nein. Geh sterben. Oh, ich geh da mal raus. Tschüss. Was ist denn in dem Brunnen drin? Ah, Schein der Gesundheit, sehr gut. Hast du hier immer noch nicht getötet? Was machst du denn so lang? Sind wir nächstes Jahr noch nicht durch. Lass mich mal hier rumlaufen. Hier ist doch bestimmt. Ja, das werden wir auch nicht sein. Weil du so langsam bist. Durch normal vielleicht. Aber nicht durch alle Schwierigkeitsgrade. Klar, wir cheaten einfach mal. Ich habe einen Charakter-Editor gefunden, der funktioniert auch mit der Version und dann geht's los. Schuldest mir übrigens Geld für die Lüge, dass man an Gift nicht sterben kann. Kann man ja auch nicht. Doch, kann man.
Das kann weg, das kann weg. Ich habe einen Kries. Schön für dich. Och. Jetzt habe ich irgendwie jede Rune, die es gibt, zweimal. Toll. Achso, den Helm kann nur bewahren benutzen. Na, großartig. Wozu lege ich das da überhaupt rein? Verlier's doch eh wieder. Leck mich. Ja, eigentlich hätte ich auch gedacht, dass man das nicht verliert, wenn das so ist. Voll der Dreck. Keine Ahnung, vielleicht verliert man weniger. Ganz ich habe 17.000 eben verloren. Ja, vielleicht hast du sonst alles verloren. Glaubst du doch selbst nicht. Keine Ahnung. Gut, dann laufen wir jetzt noch die 20 Stockwerke von dem richtigen Grab. Ah, toll. Da ist gleich mal wieder ran am Anfang und ich sehe nichts. Wie diese ganzen scheiß Drecksäulen. Wo sind da wieder ran hin? Der ist doch nicht schon tot. Kannst mir nicht erzählen, dass der tot ist. Ah, geh doch mal weg. Ich will keinen einfachen Flegel. Ich will einen komplizierten Flegel. Achso. Hey, wie ist der jetzt an mir vorbeigelaufen? Leckt ein bisschen, glaube ich. Ach, meinst du? Du bist denn jetzt du schon da drin? Hör auf damit. Die Quantenmechanik oder was? Die Ringe, die Tränke verbrannten sich sau schnell, der Wahnsinn. Ja. Ich habe gar nicht den Platz, irgendwie davon mehr mitzunehmen. Gibt es denn noch irgendwie größere Gürtel? Ja. Muss ich mir mal einen kaufen, glaube ich. Was hast du denn für einen Gürtel? Ein Dreiergürtel? Nein, so einen normalen Zweiergürtel. Ein Zweier? Okay. Also ich habe einen Dreiergürtel. Ich kann nur 8 Tränke mitnehmen. Kann 16. 16, was? Was ich sagen? Es gibt aber auch noch 4 Gürtel, dann kann man 16 mitnehmen. Das ist Maximum dann. Ich hätte gerne 10.000er Gürtel. Das siehst du dem Gürtel aber auch schon an, ob du da mehr Platz drin hast oder nicht. Schauen wir doch die Gürtel nicht an, die ich anziehe. Hallo, bin ich eine Frau oder was? Saugt Mana ab. Das weiße Mana-Zeug. Du bist doch eine Frau. Nein. Ich bin ein Kampfpanzer. Ich habe zwei Klingen. Ich bin Mammutpanzer. Ich habe zwei Klingen. Und ich habe noch 2 Heiltränke. Großartig. Wo bist denn du schon wieder? Hier.
Da hinten sind auch Gegner, die wir töten müssen. Ich töte die und er läuft schon wieder irgendwo anders rum und tötet Gegner. Oder, nein, nicht Gegner, mal Gegner. Also, ach, ein Scheiß. Du hast einfach nur Urnen kaputtgeschlagen, du Pfosten. Was hab ich danach gemacht? Jetzt läuft er wieder weg und... Was machst du? Denn gehen? Ich bin zurückgekommen wegen dir und jetzt sitze ich schon wieder alleine da. Hallo, dummer Spast, ey. Ich bin extra hochgelaufen zu dir. Ja, läuft er mir vorbei und behauptet danach noch, oh ja, ich bin extra zu dir gelaufen. So, ich habe keine Heiltränke mehr. Scheiße.